Aus gegebenem Anlass unterbrechen wir das Programm für eine suprematistische Eilmeldung. Delhi, 1919. Für Hersteller von Sonnenbrillen und Cremes gilt bis auf weiteres Entwarnung. Das Ersuchen vierer russischer Futuristen, die Sonne endgültig abzuschaffen, ist von der zuständigen Behörde soeben abgelehnt worden. Somit ist mit heutigem Einbruch der Dunkelheit auch keine endgültige Etablierung der elektrischen Nacht zu erwarten. Die Künstlergruppe Chlebnikov, Kruzhonic, Malevich und Matjushin hatte unlängst den Antrag gestellt, die in Kollektivarbeit entstandene Oper Sieg über die Sonne am Ufer des Ganges aufzuführen. Zwei vergangene Aufführungen am Ufer der Neva hatten nicht die gewünschten Resultate erzielt. Die britische Regierung Indiens lehnte das Ersuchen nun als eindeutig bolschewistisches Propagandaunternehmen ab. Die Vernichtung der Sonne durch den Kommunismus würde nicht nur politische Konsequenzen nach sich ziehen, welche vom Commonwealth nicht gewünscht werden können. Sie sei zudem ein so bedeutender Schritt für die Menschheit, dass die konkrete Durchführung zwingend mit der Sorgfalt eines demokratischen Prozesses durchzuführen sei. Das letzte Wort in der Sache sei jedoch noch nicht gesprochen, so Velimir Chlebnikov. Über kurz oder lang müsse sich die Menschheit von der Knechtschaft befreien, die ihr die Sonne aufgezwungen habe. Alles Leben habe sie von sich abhängig gemacht. Das sei für eine emanzipierte Gesellschaft nicht hinzunehmen. Kritiker des Vorhabens befürchten einen nicht vorhersehbaren Klimawandel mit womöglich verheerenden Folgen für Mensch und Tier.